Guten Morgen YouTube. Willkommen zurück zu meinem Kanal. Wie geht es euch? Mir geht's heute ganz gut, außer dass mein Latt leider noch sehr schmerzhaft ist. Ich fliege ja morgen nach Wien und habe dort direkt einen Termin beim Physio um 13 Uhr. Das heißt, ich komme an und dann geht's erstmal direkt zum Physio und danach wird dann mit Stefan Schulter trainiert. Und ich hoffe, dass der morgen ein bisschen zaubern kann. Und Stefan meint, dass er zaubern kann. Deswegen, ja, ich vertraue da vollkommen drauf. Ich kann mich halt einfach nicht in eine Frontpose reinstellen. Das tut wirklich weh. Und ich mache es jetzt auch gerade erstmal nicht, weil es sich nicht so anfühlt, als würde mir das dann irgendwie helfen, wenn ich das tue und mich da irgendwie reinquäle. Genau, ich bin jetzt auf jeden Fall gerade mitten im Meal Preppen und zeige euch mal, wie das Ganze so aussieht. Es gibt für Pre- und Post-Morgen zweimal Maispudding. Das lasse ich jetzt ziehen und werde das in den Koffer tun, weil das im Handgepäck schwierig ist, weil es ist zwar Pudding, aber das Risiko, glaube ich, doch ein bisschen größer, dass sie das wegnehmen. Dann Porridge, das wird, wenn ich das fertig gemacht habe, komplett fest sein. Das wird mein Frühstück morgen. Ich fliege schon sehr früh um 7.35 Uhr, glaube ich. Das heißt, das werde ich am Flughafen oder im Flugzeug essen. Dann auch für morgen 80 Gramm Hüftsteak, 50 Gramm Tomate. Ganze zweimal und hier meine Carbs dazu eingepackt und das ist jetzt hier gleich Pre und Post für heute, weil heute steht Beine an, das kann ich auf jeden Fall trainieren heute, genau, Final Protein kommt mit, hier steht schon meine Obst stehen schon bereit, die ich mitnehmen werde, meinen letzten Cracker übrigens aus dem USA, dann Ketchup zweimal kommt mit, Final Protein kommt mit. Und idealerweise einfach diese 800 Gramm Rice Pudding Beutel, perfekt für 9 Tage. Und eine Dose Emtor, der Rest, den packe ich noch ein. Da oben steht noch Meta. Nitro, Nootropic nehme ich alles mit. Ich habe 2 Koffer zum Glück, deswegen muss ich mir über Platz keine Gedanken machen. Genau, und dadurch, dass es schon, wie spät es ist, fast 9:30 Uhr, habe ich schon 2 Mahlzeiten heute gegessen. Ich bin relativ früh aufgestanden heute, weil ich einfach wach war. Hatte mein letztes Porridge mit Schoki, hatte, wie ihr gerade gesehen habt, schon einmal Beef, Tomate und Maiswaffel, war auch gerade sehr, sehr gut. Und jetzt habe ich gleich einen Call und danach esse ich Pre-Workout und werde danach ins Beintraining gehen. Wochenplanung habe ich heute auch schon erledigt. Jetzt steht heute sonst nur noch Packen an, Arbeit mit Kundinnen und mich organisieren. Ich freue mich total auf Wien, Leute. Ich bin nächste Woche schon wieder auf Tour. Was sagt ihr dazu? Und gewichtstechnisch 55,9 heute. Das heißt, Kalorien bleiben gleich. An sich bin ich relativ zufrieden mit der Form. Ich kriege halt einfach meinen Bauch nicht richtig reingezogen. Also meine Taille ist niemals so schmal, wie sie sein könnte, weil es einfach sehr meinem Brustkorb wehtut. Es fühlt sich an, als wäre irgendwas eingeklemmt. Deswegen ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil ich glaube, wenn was eingeklemmt ist, dann kann man das ja eigentlich easy lösen. Wir warten mal morgen ab. Habe ich euch schon mal gezeigt, wie geil Maispudding ist? Gönnt euch das mal. Es ist einfach. Es ist nur Maispudding mit Wasser. Nichts. Das ist die Konsistenz. Es ist einfach geil. Und da kommt jetzt Final Protein. Schoki rein. Let's go. Let's go. Ich habe gut Bock auf Leg Day. Auch wenn ich bei jedem Step meine Latsch spüre. Drückt mir einfach die Daumen. Das ist morgen. Dass es morgen released wird. Und es beeinträchtigt halt auch so ein bisschen meine Atmung. Ich hoffe einfach, dass wenn ich jetzt gleich ein bisschen warm werde im Trinken, dass sich das so ein bisschen regulated.
weg. Latt habe ich schon gespürt, aber es ging. Also ich habe das Bein hat es nicht beeinträchtigt, nur manchmal im Setup. Also alles okay. Ich muss jetzt mich ein bisschen beeilen. Ich habe noch 10 Minuten Zeit, um hier zu posen. Denn tatsächlich ist hier gleich ein Kurs drin. Aber ich werde ein bisschen was machen ohne Frontpose. Gimme, give me amas, we can switch it up now, turn now, we can take it slow. Banging on the despacito floor, but it's a chombazo, baby, honja, iso, yeah. She got iso, yo, ki, naga, so, 19:30 Uhr in Jules Bikinis Home. Und meine Sachen sind fast gepackt, beziehungsweise sind gepackt und ich überlege gerade noch, was mir fehlt, was ich vergessen haben könnte. Ja, und ich habe noch richtig gut Platz, schaut euch das an. Also natürlich brauchen wir eine ganze Seite nur für Subs. Die Seite ist noch frei, da kommen noch ein paar technische Sachen rein und noch ein bisschen Food für morgen früh. Und hier haben wir Klamotten und Schuhe. Genau, wie gesagt, da kommt morgen noch ein bisschen Food rein, was noch im Kühlschrank ist. Heute muss ich mir auch noch preppen. Ja. Ich bin wieder ein bisschen im Reisestress. Es geht morgen echt früh raus. Ich glaube, um 5 Uhr muss ich das Taxi nehmen. Und ja. Ich werde einfach dann am Flughafen ein bisschen arbeiten auch. Ich bin lieber ein bisschen früher da. So Leute, wisst ihr, was jetzt passiert? Ich esse meinen letzten Quark. Und ich habe mir den wieder anfrieren lassen. Und da kommen jetzt 40 Gramm Mandelmus drauf. Heute Stracciatella Flavin' Tasty genutzt, weil das richtig geile Schokostückchen hat. Und ich dachte mir, wenn schon Gönnung, dann schon Gönnung. Und die Seite ist natürlich nochmal live dabei. Und am Morgen gibt es wieder Final Protein Creme. Aber ich freue mich auch drauf. Macht so gut. 6 weeks out. 6 weeks. Bis morgen. Es geht los, Freunde. 1, 2, 3. Frage. Kann es jemals zu früh sein für eine Kurzsuche? Ich glaube nicht. Wir haben 6.15 Uhr. Und ich arbeite gerade ein bisschen in der Lufthansa Lounge und dann geht's später zum Geld und ab ins Flugzeug. So, landed in Vienna und ich glaube, das ist das erste Mal. Ja, es ist das erste Mal. Hier am Flughafen bin ich, war auch erst einmal vorher hier und das war mit Anna, da waren wir auch bei Stefan, falls ihr euch erinnert, das war glaube ich im Oktober im letzten Jahr. Ja, ich freue mich total. Jetzt werde ich erstmal meine Koffer holen gehen, dann werde ich in die Unterkunft fahren, da kann ich leider noch nicht einchecken, aber gebe meine Koffer ab und dann packe ich ein bisschen um und werde direkt ins Top Gym düsen. Hallo Vienna! Ab ins Top Gym mit Pre-Workout on the go. Wen haben wir da? Der gute Stefan. Hast du Lust auf ein bisschen Jule-Time die nächsten Tage? Ja. Ja, voll. Wir machen heute jetzt Schultern, weil mein Lat noch nicht ganz safe ist, aber ich habe ja gleich einen Physio-Termin. Und ich hoffe, dass sich das dann reguliert. Und morgen werdet ihr das Beintraining sehen. Das wird super, super cool. Darauf freue ich mich schon.
Alright. Training war richtig gut. Ich habe echt so geil. Ich glaube, wir haben nur 4 Übungen gemacht. 4 oder 5 plus Bauch für Schultern. Und ich habe bei jeder Übung was mitnehmen können, was nochmal die Effektivität der Übung maximiert hat. Und so ein paar kleine Tweaks haben wir umgesetzt. Steffen hat sich nochmal meine Schulter angeguckt, wie sie ausgeprägt ist, wie wir sie noch verbessern können. Aber alleine dafür hat es sich schon gelohnt, dass ich hergefahren bin. Und danach waren wir noch einen Kaffee trinken. Und dann waren wir beim Physio. Und es hat mir auch geholfen. Vor allem hat er einfach jetzt mal alles wieder eingerenkt, da wo es hingehört. Er hat es einmal durchmassiert. Und ja, ich merke es natürlich noch. Es ist nicht so, dass der Latt jetzt auf einmal komplett gefixt ist. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. Und wir haben vor allem die Ursachen nochmal alle zu dritt analysiert. Und zwar, dass es natürlich von dieser einseitigen Belastung im Posing kommt, wie ich es mir auch schon gedacht habe. Und dass meine Schulter dann immer sehr stark nach vorne rotiert und ich aber keinen richtigen Gegenpol habe. Also was mir einfach fehlt, ist so ein bisschen die Brustöffnung. Und daran werde ich jetzt arbeiten. Dann werde ich heute und morgen wahrscheinlich auch nicht posen. Genau. Und mich, wie gesagt, ein bisschen mobilisieren. Und dann sollte es eigentlich besser werden. Ich hoffe es zumindest sehr. Genau, jetzt bin ich gerade noch ein bisschen einkaufen und gehe dann in meine Unterkunft, mich mal ein bisschen einrichten. Hi Leute, ich bin in meinem Apartment angekommen und es ist sehr geil. Es ist hier eigentlich ähnlich wie ein Hotel. Es ist also eine ganze Anlage mit ganz vielen Apartments und du hast unten eine Rezeption. Und ich zeige euch mal mein Apartment. Also es ist echt geil, muss ich sagen. Also du kommst hier rein. Hast hier eine Küche. Und die ist echt voll okay. Das Geilste ist, hier haben wir sogar einen Geschirrspüler. Wow. Hier sind noch meine Einkäufe drin. Ich kann euch gleich noch auszeige ich euch, was es gibt. Hier habe ich schon meine Supplement-Bar aufgebaut. Richtig gut. Hier ist das Badezimmer, Toilette und Dusche. Und hier haben wir das Waschbecken im Raum. Und wie gesagt, die Küche ist echt nice. Wir haben hier eine Mikrowelle. Wir haben hier oben Schüsseln und Teller. Wir haben Töpfe, oben ein Toaster, brauche ich natürlich nicht, aber Kaffeemaschine, Kühlschrank und hier haben wir ein Bett, ausreichend groß. Hier haben wir ein Workspace, einen Schrank, Fernseher, ich kann mich nicht beklagen. So, und ich habe mich jetzt schon grob eingerichtet, habe mir im Spar Maiswaffeln geholt für die Tage, bei Reiskochen habe ich das viel Bock, dann Puten geschnetzeltes, Tomaten, Cola, Salz und Pflaumen. So, und alles andere habe ich eigentlich dabei. Ich habe Rice Pudding dabei, ich habe Mandelmus dabei, ich habe Rosinen dabei. Supplemente habe ich alle dabei und ich gehe gleich noch einmal Getränke kaufen. Hier direkt um die Ecke ist noch ein Supermarkt. Ein Billa. Genau, also eigentlich alles perfekt. WLAN muss ich mir noch den Access Code holen von unten. Ansonsten bin ich maximal happy. Maximal happy. Und jetzt haben wir kurz vor 4, gleich esse ich noch eine Mahlzeit und dann wird gearbeitet und geschlafen und gegessen. Ich denke nicht, dass ich heute nochmal rausgehe. Ich wollte schon Cardio machen und dann meinte Stefan, ach, heute Cardio frei. Ich so, okay, heute Cardio frei. Ach so, ein bisschen Mobility werde ich heute aber noch machen, das habe ich aber nicht gemacht. Ja, bin happy und zufrieden. Was? Bin happy. Und ich gehe jetzt tatsächlich nochmal raus, Leute. Es ist 7:30. Ich habe meine letzte Mahlzeit gerade gegessen. Und Stefan meinte, ich muss mir unbedingt bei dem Wetter eine bestimmte Route angucken. Und es wäre ein Hammer-Panorama. Kleiner Evening Walk, auch schön. Hauptsache Sonnenbrille auf dem Kopf.
Leute. Es ist echt ganz schön historisch hier. Irgendwie echt cool, muss ich sagen. Voll viele Statuen, voll viele alte Gebäude. Gönnt euch das. Und es ist richtig schön warm. Aber mir habe ich Lust auf eine Cola. Leute, es ist dunkel und ich bin immer noch unterwegs auf meiner Route. Stefan hat mir die ganzen Stops aufgeschrieben und ich habe mich nicht einmal verlaufen. Und bin jetzt fast bei meinem letzten Stop, wo es dann wieder in die Bahn geht. Und es war richtig schön. Also ich bin richtig begeistert, muss ich sagen, von Wien. Richtig cool. Der Poke habe ich auch zwischendurch bekommen. Und ja, ich werde dann wohl morgen mal ein Stündchen länger schlafen. Weil Schlaf ist Ki. Das ist Bescheid. Morgen gibt es Beine, Leute. Morgen gibt es Beine. Das werdet ihr wahrscheinlich in einem separaten Video sehen. Ich werde, glaube ich, trotzdem vloggen und ach, mal gucken. Ich werde euch auf jeden Fall möglichst viel mitnehmen. Natürlich. Und danke euch fürs Anschauen dieses Videos. Ich bin super hyped, Leute. Ich freue mich auf die Woche. Camp Kienzel. Day One ist in the books. Morgen wird ernst.